Sehr gerne. Vielen Dank, Amrei Bahr. Worüber wir momentan vor allem diskutieren, sind Sprachmodelle. Das ist nur ein Modell unter vielen verschiedenen KI-Methoden. Es ist wirklich ein reichhaltiger Werkzeugkasten und auch KI in der Bildung ist an sich nichts Neues, aber hat sich natürlich stark in der Diskussion verändert durch die Verbreitung von Sprachmodellen. Warum sind die aktuell für Hochschulen überhaupt bedeutsam? Es mag ja auch Leute in unserem Publikum geben, die das gar nicht den Fall halten. Nun, man kann argumentieren, dass es für alle Parteien in der Hochschule wichtige Anwendungen gibt. Zum Beispiel für Studierende geht es um die Unterstützung von Schreibarbeiten, individuelle Unterstützung bei Übungsaufgaben. Für Lehrende könnte es darum gehen, Erstellung von Lehrmaterial oder auch Lehrmaterial variieren zu können, Bindifferenzierung vornehmen zu können, auf Individuen anpassen zu können, Korrekturen zu unterstützen, Konstruktion interaktiverer E-Learning-Module oder sogar solche Lehr-Chatbots, die man vielleicht zuweilen schon mal gesehen hat. Bei Forschenden geht es um die Forschung über Sprachmodelle einerseits. Da ist es also eine Ressource, auf die man Zugriff hat, wenn man Sprachmodelle beforschen will. Es geht aber auch um sowas wie die Unterstützung im wissenschaftlichen Produktionsprozess, LLM-gestützte Literaturrecherche steht da im Vordergrund. Sorry, wenn ich LLM sage, dann meine ich Large Language Models, also auch Sprachmodelle, Textüberarbeitung und Datenannotation. Da haben wir so ein anekdotisches Beispiel aus unserer eigenen Forschung. Machen wir hier Annotationen von Bundestagsreden, ob da Solidarität zum Ausdruck gebracht wird. Das haben wir auch mal mit Sprachmodellen ausprobiert. Und in der Verwaltung kann es zum Beispiel um sowas gehen wie die Assistenz bei der Dokumentenerstellung. Es kann um sowas gehen wie Ausfüllhilfen. Formulare können ja eine gewisse Komplexität ausweisen. Oder auch die LLM-gestützte Suche in Regularien, die eine gewisse Komplexität aufweisen können. Wichtig dabei ist natürlich nur, dass jetzt diese Anwendungen hier aufgelistet sind, heißt nicht, dass die auch sinnvoll umgesetzt sind. Also es bedarf da durchaus noch Forschung und Entwicklung, um diese Anwendungen, falls überhaupt möglich, sinnvoll umzusetzen. Das ist ja auch ein Punkt, den wir auf der vorigen Folie schon gesagt haben, dass die Hochschulen da eigentlich auch eine Bedeutung haben, überhaupt dazu zu kommen, dass es sinnvolle Anwendungsfälle gibt, nicht nur einfach Produkte, die fertig sind, einzukaufen. So, genau. Aber wenn wir jetzt uns darauf einigen können, dass es grundsätzlich interessante Optionen gibt, relevante Anwendungen gibt im Hochschulbereich, wie machen wir das überhaupt möglich, dass solche Experimente passieren können? Und da gibt es im Regelfall drei Optionen. Das ist jetzt inspiriert von KI Edu NRW. Jonas Leschke hatte so eine Folie auch schon mal gestaltet. Die erste Option ist einfach, die Hochschulen tun gar nichts. Was passiert dann? Dann werden sich die Individuen direkt mit den Anbietern verkoppeln, hier mal repräsentativ dargestellt durch ChatGPT. Option B ist, die Hochschulen schalten sich zwischen die Anbieter und die Nutzenden. Erkläre ich gleich nochmal im Detail, was das heißt. Und Option C ist, die Hochschulen betreiben die Modelle selbst. Und jetzt will ich ein klein bisschen mehr Detail geben, was das heißen könnte. Option A, nichts tun, heißt im Wesentlichen, naja, die Hochschulen haben keine direkten Aufwände. Allerdings impliziert das auch, dass wenn Einzelne die Modelle benutzen wollen, zum Beispiel um im Wettbewerb nicht abgehängt zu werden, um Forschung zu betreiben, dann hat das größere Kosten auf sich, die man, wenn man die als Hochschule das zentral betreibt, abfedern könnte. Und es ergeben sich eben all die Autonomierisiken, die gerade von Amrei Bahr schon aufgezählt wurden. Deshalb ist anscheinend das im Allgemeinen aktuell unattraktiv und es scheint mir auch im Diskurs aktuell ziemlicher Konsens zu sein, dass das vermieden werden sollte. Allerdings Achtung, OpenAI versucht gerade diesen Konsens zu verschieben. Es gibt erst vor wenigen Tagen eine neue Initiative von OpenAI, spezifisch ChatGPT für den Education-Bereich anzubieten. Und meine Befürchtung und Vermutung ist, dass es genau darum geht, die Option B zu vermeiden und Richtung Option A zu shiften, nämlich direkt die Kunden mit dem Modell zu verkoppeln, statt die Hochschulen dazwischen zu haben. Also Option B, was meine ich mit dazwischenschalten? Was wir schon an vielen Hochschulen sehen, das zum Beispiel bei Hawki ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Es gibt aber auch an vielen anderen Hochschulen diese Initiativen. RWTH macht das gerade auch, wenn Sie einen Talk von Herrn Persik zum Beispiel schon gehört haben. Dann geht es darum, dass die Hochschulen eigene Nutzenden-Interfaces bauen, also eigene Websites im Prinzip, über die man mit Sprachmodellen interagieren kann. Im Hintergrund ist das immer noch ChatGPT in den allermeisten Fällen. Aber die Hochschulen sind immerhin dazwischen und dann werden Anfragen eben landen erst bei der Hochschule und werden dann anonymisiert, so sagt man immer, weitergegeben an den eigentlichen Anbieter. Die Datenschutzrisiken und Kosten werden so teilweise reduziert, weil man einen Firmenzugang statt einen Individualzugang hat und die Hochschulen behalten immerhin auch den Datenzugriff. Tatsächlich werden die Daten ja aber auch an Großanbieter weitergeleitet. Die Abhängigkeitsrisiken bleiben deshalb beinahe uneingeschränkt bestehen. Allerdings ist der zentrale Vorteil von dieser Variante, dass es immerhin eine Exit-Strategie gibt. Man könnte nämlich das Backend, das Sprachmodell auch auswechseln,
gegen zum Beispiel ein offenes Modell. Das ist momentan die prominenteste Option, wird aber sowohl von uns als auch von anderen Personen und Gruppen, Wikimedia, GEW unter anderem sind da zu nennen, nicht empfohlen. Warum? Weil es auch Option C gibt, nämlich den Eigenbetrieb. Das heißt, die Hochschule, und hier sollte ich ein bisschen Missverständnis aufräumen, es geht nicht darum, dass die Hochschulen unbedingt selber Sprachmodelle trainieren müssen. Es geht nur darum, dass Modelle, die unter offenen Lizenzen zur Verfügung stehen, von den Hochschulen runtergeladen und auf eigenen Servern betrieben werden. Also nicht um das Training, es geht nur um den Betrieb. Hier erstmal. Vollständige Kontrolle erhält man deshalb über den Datenfluss, weil die Daten auf den eigenen Hochschulservern verbleiben. Man hat selber auch Kontrolle über die eingesetzte Technik, den Ressourcenverbrauch und über die Weiterentwicklung, was vermutlich im Ergebnis billiger kommen kann. Die Nachteile sind, es ist natürlich aufwendiger umzusetzen und es breitet sich allgemein Fear of Missing Out auf, dass man dann möglicherweise den Anschluss an die kommerziellen Modelle verliert. Das ist aber auch der Grund, warum es wichtig wäre, da jetzt aktiv zu werden, damit eben diese Wettbewerbsabhängigkeiten nicht noch schlimmer werden, als sie unter Umständen jetzt schon sind. Und hier sehen wir uns halt auch in der Linie mit zum Beispiel den Empfehlungen von Wikimedia, die vor kurzem diese Empfehlung für offene KI in der Bildung released haben. Wie schaffen wir das denn? Was ist die Roadmap, wie wir zu offenen KI-Modellen kommen? Kurzfristig heißt das, den Dialog in den Hochschulen führen. Welche KI-Nutzung wollen wir eigentlich? Die Kompetenzen bei allen Parteien, im Prinzip bei den Lernenden, Lehrenden, in der Verwaltung, in der IT-Administration zu dem Thema stärken und Experimente zu fördern. Möglicherweise kann man dafür Okay, wir scheinen gerade ein technisches Problem zu haben. Herr Parson scheint einmal aus dem Raum geflogen zu sein. Ich hoffe, er ist einfach gleich schnell wieder da. Ich vermute, da war ich kurz weg. Ja, genau. Wunderbar, Sie sind wieder da. Jetzt bin ich wieder da, genau. Also, wo ich gerade war, war, dass man Experimente fördert und dabei kann es sein, dass man zwischenschrittig auch über diese Option B, über das Zwischenschalten geht, weil das vielleicht leichter an den Start zu bringen ist. Aber man sollte sich immer diese Exit-Strategie offen halten und möglichst schnell dann auf Option C wechseln. Mittelfristig könnte das heißen, Open-Source-Sprachmodelle runterladen auf eigene Hardware zu betreiben. Das ist genau diese Option C. Konkret geht es darum, dass man sich Serverinfrastruktur mit Grafikkarten anschaffen muss. Gerne auch nicht nur innerhalb der Einzelhochschulen, sondern als Landes- oder sogar als Bundeslösung. Da sind wir gar nicht festgelegt, was das angeht, sondern sind da im Prinzip für die Varianten durchaus offen. Was mir immer noch wichtig ist, ist, dass es nicht nur um die Hochschulen selber geht, sondern die Hochschulen haben eine Schlüsselfunktion, um auch den gleichmäßigen Zugang für weitere Bildungsinstitutionen zu ermöglichen. Das heißt, auch Schulen, auch berufliche Bildung, lebenslanges Lernen, Volkshochschulen, haben alle unter Umständen auch Bedarfe, die Hochschulen halt bereitstellen können, weil sie Recheninfrastruktur haben, andere Schulen selber möglicherweise nicht. Okay, im Chat passiert schon viel, da können wir nachher drauf eingehen. Und es geht eben auch, das für Forschung und Verwaltung auszurollen, nicht nur für die Lehre im engeren Sinne notwendigerweise. Es geht darum, Nutzungskonzepte zu entwickeln. Ein Modell selber reicht nicht. Und damit meine ich insbesondere auch die pädagogischen Strategien, die wir vorhin auch erwähnt haben. Langfristig kann es auch darum gehen, Sprachmodelle weiter zu trainieren, nicht unbedingt von Scratch, aber weiter zu trainieren, fein zu tunen, mit Kontext auszustatten und in KI-Lerntechnologien einzubetten. Hier ist das Stichwort, was gerade auch im Chat kam, diese Retrieval Augmented Generation, also diese Kontextdatenbanken da auch einzubinden. Und hier wieder Verweis auf Wikimedia Deutschland mit offener KI für alle. Wo kriegt man solche Open-Source-Modelle her, beziehungsweise sind die überhaupt noch geeignet, um mitzuhalten? Und hier habe ich Ihnen mal einen Screenshot mitgebracht. Das ist ein weltweites Ranking von Sprachmodellen. Das wird auch fast täglich geupdatet. Und in der Tat ist es so, die kommerziellen Anbieter sind da auf den obersten Plätzen, aber mit gar nicht so vielen Punkten Abstand. Also Sie sehen hier 12, 48, 70, das ist jetzt eine willkürliche Vergleichszahl, aber die Abstände in Punkten sind gar nicht so groß zu dem ersten Open-Source-Lizenzmodell. Wichtig ist natürlich, es geht hier ein bisschen auf Zeit. Also die Open-Source-Modelle, Mistral war hier vor ein paar Wochen noch auf Platz 7, jetzt ist das nächste Open-Source-Modell schon auf Platz 11 abgerutscht. Je mehr Zeit wir da verlieren, desto schwieriger wird das, den Anschluss zu halten. Und bevor ich jetzt wieder zurück übergebe, oder hatten wir an dieser Stelle das schon ausgemacht? Ja, ne?
Ja, genau. Ich bin ja Politikwissenschaftler und wir Politikwissenschaftler gucken natürlich auch auf die Umsetzungs- und Implementierungsfragen, Governance-Fragen. Wer zahlt, wer macht das? Und es gibt ein schönes Beispiel, die Sibo-Plattform, zu der ich jetzt im Detail gar nicht so viel sagen will, ist auf jeden Fall eine Cloud-Lösung für alle Hochschulen in NRW, die inzwischen sehr rege genutzt wird mit sehr vielen Nutzern. Das Interessante an der Plattform, wenn Sie den zeitlichen Ablauf sehen, die wurde schon vor über 10 Jahren begonnen, diese Plattform aufzubauen. Das heißt, es hat einen sehr langen Vorlauf. Und das ist etwas, was man im Hochschulsystem natürlich, was dieser schnellen Dynamik, die es gibt im Sinne von verschiedensten Innovationen in diesem Bereich, hängt man typischerweise hinterher. Es zeigt aber auch, man kann was tun, man muss nur langfristig sich dafür entscheiden und dann so ein System entwickeln. Es ist sicherlich so, dass Hochschulen nicht alle Komponenten selber entwickeln können, aber einige zentrale Komponenten, zum Beispiel wie so eine eigene Cloud-Lösung, das zeigt Sibo und andere ähnliche Plattformen, die es gibt, eben sehr deutlich, dass es durchaus möglich ist. Also das als ein Beispiel. Es gibt auch weitere erfreuliche Entwicklungen im politischen Bereich, die vielleicht Mut machen können. Am Beispiel von NRW, vielleicht können wir eine Folie weitergehen. Benjamin, wenn du das machen könntest, wäre nett. Der ist wieder rausgeflogen. Okay. Genau, das ist auch schöne Werbung für NRW. Also NRW wie andere Bundesländer hat eben diskutiert auf Landesebene, weil das natürlich die Zuständigkeit der Landesregierungen in erster Linie, ob die eben verschiedene Lösungen im Bereich von Sprachmodellen, von großen Sprachmodellen selber entwickeln. Und die Landesregierung NRW hat sich eben entschieden zu investieren und eine gemeinsame Lösung zu entwickeln für die Hochschulen NRW. Was man jetzt an diesen Zahlen sieht, also es sind 600.000 Euro, viele im Publikum hier werden sich sofort richtigerweise denken, oh mein Gott, das reicht ja nie. Das ist auch so, also die Investitionssumme ist viel zu gering, wir müssten viel mehr investieren, aber es geht zumindest mal in die richtige Richtung. Und vielleicht ein wichtiger Punkt da aus sozusagen Sicht von Governance ist natürlich die Frage, wenn man sagt, Hochschulen haben die Verantwortung, wer trifft eigentlich hier die Entscheidungen? Und dann muss man 3 Ebenen unterscheiden. Das eine sind die Hochschulen selbst, die natürlich auch investieren können. Die zweite Ebene sind die Länder. Das ist vielleicht die wichtigste Ebene, weil da die zentralen hochschulpolitischen Entscheidungen getroffen werden. Und die dritte Ebene ist aber auch die Europäische Union, die hier eine koordinierende Funktion hat, aber auch eine Funktion hat, Fördermittel europaweit so zu konzentrieren und weiterzugeben, dass es eben die Möglichkeit gibt, in Verbünden zu arbeiten. Das ist auch sehr klar. Einzelne Hochschulen für sich genommen können eigentlich viel erreichen, sondern man muss in großen Koalitionen oder Allianzen zusammenarbeiten, teilweise auch natürlich mit anbietenden Unternehmen oder Startups oder den ganz großen Plattformunternehmen, die hier Services anbieten. Wichtig ist aber hier eben die Zeitschiene sehr klar zu denken. Benjamin, vielleicht könntest du noch eine Folie weitergehen. Und zwar, und das ist schon unser Fazit auch, man muss sehr langfristig denken. Also es gibt nicht nur die Maßnahmen, die jetzt unmittelbar zu machen sind und mittelfristig, sondern es gibt eben auch eine langfristige Perspektive. Klar ist, wenn man jetzt nicht handelt, wird die Machtkonzentration der großen KI-Konzerne deutlich wachsen und auch die Abhängigkeiten, die unterschiedlichen Typen von Abhängigkeiten, die Amrei Bahr vorher vorgestellt hat, werden alle größer werden. Und damit ist insgesamt eigentlich ein irreversibler Trend, den man beobachten kann, den man natürlich auf keinen Fall haben möchte und der die digitale Autonomie von Hochschulen nachhaltig reduzieren würde. Die Hochschulen sind aus unserer Sicht eigentlich in einer guten Ausgangsposition, doch viele Sachen auch selbst zu entwickeln oder verschiedene Ansätze zu entwickeln, die eben diese Abhängigkeiten reduzieren können. Eine Idee ist eben, Teilkomponenten von KI-Systemen in Eigenbetrieb zu machen. Es braucht aber auch längerfristige Strategien, am Beispiel der Roadmap zu offenen KI-Modellen haben wir das kurz diskutiert, die weiter nach vorne denken. Und ein ganz wichtiger Punkt vielleicht zum Abschluss ist, dieser Bereich verlangt eine Zusammensetzung von unterschiedlichen Disziplinen. Also es ist ein sehr interdisziplinäres Problem. Es ist ein Feld, was sich andauernd weitreichend transformiert und sowohl die Umsetzungspraxis als auch das wissenschaftliche Verstehen von dem, was eigentlich passiert, braucht eben einen interdisziplinären Zugang, weshalb wir drei auch ein Netzwerk gegründet haben,
haben, nämlich das Netzwerk KI und digitale Autonomie in der Wissenschaft und Bildung, um diesen Bereich gemeinsam interdisziplinär voranzutreiben. Jetzt freuen wir uns auf Fragen. Wunderbar, dann sage ich schon mal herzlichen Dank an die drei, an Anrei Bahr und Benjamin Parsen und Maximilian Meyer für diesen schönen Einblick und würde Recording einmal stoppen und dann können wir gerne in den Frageteil übergeben.